Herzlich willkommen zurück zu 7 Days. Wir sind gerade mitten in der Nacht, haben aber unseren Kreuzer, unsere Uhr mittlerweile an der Kirche dran, haben den Eingang ein bisschen abgerundet, finde ich so besser. Bin aber noch gespannt, was ihr dazu sagt. So, zu tun haben wir aber noch einiges. Wir haben halt immer noch das Problem, dass wir nicht genug Muni haben. Wir müssen hier weitermachen, aber aktuell hat die Hordenbase erstmal Vorrang, aber das hat mich gestört. Das sollte fertig werden. Definitiv, wie viel Sprit haben wir eigentlich noch? Genug. Ich muss jetzt aber trotzdem einmal gucken, wie viel Cobblestone und Beton wir haben. Und ob überhaupt schon Muni hergestellt wurde. Okay, ja, das Problem hatten wir auch in der letzten Folge. Eine endlose Uschi-Horde. Moment. Wo ist sie? Schon wieder im Loch? Ja. Geschrien hat sie aber diesmal nicht, oder? Gut. Wir können ja jetzt nachgucken. Schlimm mit der Dame. Ganz, ganz schlimm. Ganz, ganz schlimm. So, warte mal. Ich wollte hier gucken, ob wir hier Muni angesetzt hatten. Ja. So, raus. Aber es soll auch gleich wieder neue Muni ran. Da das Herstellen ja auch mal eine ganze Weile dauert und wir das Zeug, wenn wir da hinten fertig sind, wirklich, hier ist nichts, en masse brauchen, kann man eigentlich nie genug Muni ansetzen. So, den haut das hier mal wieder mit drin. Bip, 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 bip. Sehr schön. So, Schießpulver haben wir aktuell. Wir haben angesetzt, aber das ist noch lange nicht fertig. Nehmen wir erstmal die 2000 mit. Davon 2000. Und davon 2000. Dann setzen wir noch mal ein bisschen dazu an. Wir brauchen unbedingt mehr Schießpulver. 9 mm. Dup. Ah, immerhin 25 Stück. Die können wir jetzt in einer machen. Wir müssen mich mit ziemlicher Sicherheit auch noch Cobblestone machen, oder? Jo. Gut, Beton geht erstmal. Den holen wir uns auch mal Steine. Und Lehm haben wir oben. Hier lüft ja noch alles. Da ist Lehm. Steine. Wie viel wollen wir denn machen? Wir nehmen uns zweimal mit, dann holen wir uns zweimal Lehm. Den können wir auf jeden Fall nochmal 12.000 Pflasterstone ansetzen. Das brauchen wir auch. Da führt überhaupt kein Weg vorbei, du. Gut. Ja, wieso renn ich dudel jetzt ganz hoch? Hier wollte ich hin. Ja, Lehm. Ich benutze ungern Lehm, solange die Kiste nicht voll ist. Aber gut, wir haben da jetzt keine andere Wahl. Den hau ich hier nämlich einmal Storn rein. So. Ja, ich weiß, du kriegst über, ich wollte aber nur 6.000. Mehr brauchst du hier nicht rein. Zack. Und hau dort dann nochmal 6.000 rein. Sehr schön. So, ich weiß nicht, wo der herkommt. Den trinken wir einmal. Den Rest müssen wir eh wegbringen. Wir haben hier jetzt auch einmal... Farbe können wir eingesteckt lassen. Da können wir sogar noch ein bisschen mehr mitnehmen. Die wählen wir... Ich muss noch einmal runter. Wir werden gleich bei der Hordenbase erstmal weitermachen. Muss sein. So, das sollte aber reichen. Damit wir bei der nächsten Horde wirklich alle Türme stehen haben. Eisen kommt gleich noch einmal runter. Was wollte ich jetzt? Eisen, ne? Ich bin hier gerade echt leicht verplant. Keine Ahnung warum. So, und die zwei Sachen sollen noch weg. Wir brauchen auf jeden Fall Betonblöcke, haben wir nicht mehr. Das heißt, wir müssen noch ein bisschen aufwerten. Das ist nicht schlimm. Das heißt, wir nehmen jetzt ein bisschen Cobblestone und Beton mit. Und ich renne schon wieder hoch. Nee, war doch richtig. Mensch! Ich bin verwirrt. Ich bin verwirrt in meiner eigenen Base. So, wir brauchen jetzt nicht allzu viel. 5 sollten reichen. Erstmal, es wird ja neue hergestellt. Hier sollten auch erstmal 5 reichen. 1, 2, 3, 4, 5. Weil so viel bauen müssen wir da ja nur auch nicht. Und den jetzt hier nochmal hoch. Ist ja schlimm. Hier wollten wir hin. Die leeren Gläser weg.
Und der Kaffee weg. Jetzt aber. So, Benzin reicht. Ja, wird schon reichen. Ich habe keine Lust, jetzt wieder runter zu laufen. Dann fahren wir da mal rüber. Erstmal googeln. Ich weiß, sie stehen alle ein bisschen schief. Na, 21 will ich zwar auch, dass die Zombies wirklich von allen Seiten befeuert werden, da werden wir es auch ein bisschen anders bauen. Alles ein bisschen kompakter. Weil die vorderen Waffen habe ich mittlerweile echt das Gefühl, dass da gar keine Zombies mehr spawnen. Die stehen von dem Punkt, wo ich stehe, zu weit weg. So, wir haben schon wieder Nebel, ne? Das sieht man doch. Wir haben schon wieder diesen nervigen, unbrauchbaren Nebel. So, wir hätten hier ja fast komplett Platz. Die Base müsste hier hin, geht hier aber allerdings bis an die Treppenecke ran, die wir hier noch gar nicht gebaut haben, ne? Wir haben auch irgendein Erz unter. Ich müsste rein theoretisch eigentlich erstmal die Seite machen, damit wir überhaupt vernünftig bauen können. Aber gut, das kriegen wir auch hin. Den schnappt ihr, den Bohrer. Ich glaube, es sind 7 waren das. Nee, jo, das waren 7. Von der Treppe 7, ne? Die Treppe selber ist auch nochmal 2 groß, ne? 3 sogar. Eins nach dem anderen. Das muss ich eh Stück für Stück machen. Hier, das ist hier alles so hoch. Gucken wir mal. So, ich habe jetzt erstmal so weit runtergebohrt, wie es ging. Benzin hat doch nicht gereicht. Aber zumindest haben wir mal wieder ein paar wichtige Steine, die wir wirklich brauchen. Unser Leben, wie wir verbraucht haben, haben wir zum Glück auch wieder drin. So, weil hier müssen ja die Treppen hin. Aber auch sieht man mal, wie hoch das ist, ne? Okay. Ich meine, das ist noch bei weitem nicht bis hinten durch. Aber zumindest können wir die Ecke hier schon mal machen. So, den pock den dann mal wieder hin. Dann nimm einmal kurz die. Wir kopieren einmal kurz die Treppen. So viel Zeug muss auch sein. Das war jetzt aber auch mehr, als ich dachte. So, die müssten hier hin. Hier müsste ja noch die Ecke hin. Hier vor müsste die, genau. Deswegen habe ich hier die Kante stehen gelassen. Damit die Treppen passen.
So, bis hierhin können wir schon mal. Sehr schön. Hier müsste auch noch mal so eine hin. Und hier dann wahrscheinlich auch. Hier ist noch ein bisschen zu viel Stein. Nehmen wir Wächter. So. Genau, hier müsste die Ecke hin, da müsste die Ecke hin. Okay. Ecke, Ecke, eine Treppen-Ecke. Das ist die Tor. Genau und genau. Sehr schön. Jo, und hier, dann könnten wir zumindest die nächste Base hier schon mal bauen. Ich weiß gar nicht, ob ich hier weit genug bin. Ich habe jetzt gar nicht gezählt, nur ungefähr geschätzt. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Oh, passt aber. Okay, gut geschätzt. Ja, dann können wir hier die nächste hinbauen. Das Stück muss hier natürlich auch noch weg, aber den haben wir jetzt dann irgendwann auch mal. Mann, 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 ist das hier eine schiefe Gegend, ne? Aber gut, wir haben auf jeden Fall Wert von Lehm. Das muss sein. Den müssen wir jetzt aber trotzdem einmal kurz das hier festdecken, damit wir die Base bauen können. So, das wir festdecken. Jetzt wollen wir mal kurz was gucken, wie weit die Base hier übersteht. Ich glaube, die ging, also 11 lang ist sie, das habe ich mir gemerkt, aber die ging genau bis an die Ecke, ne? Alles klar. Mehr wollte ich nicht wissen, also müsste der hier auch genau bis an die Ecke, damit er hier auch mit auf den Gang schießen kann. Den brauchen wir jetzt noch einmal wieder, die schönen Blöckchen. Hier, machen wir nochmal einen Block raus. So, also bis hier. Und dann da lang, genau. Entweder das 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Warte, wo ist so lang? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Sind 11. Die kommt mir hier. Die kommt mir da jetzt länger vor als hier. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, tatsächlich. Okay. Die kommt mir ja gut. Okay. So, und 7 da hinten war sie. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Okay. Den Post hat hier ja. Ja. Halt, die ist zu viel. Hier lang. Sehr schön. Dann bauen wir hier nämlich die nächsten Geschütztürme auf. Umso mehr Feuer kriegen die Zombies unterm Hintern. Und deswegen brauchen wir auch so viel Munition. Wie quasi der Abschluss, weil ich meine, wir sind mittlerweile bei 450, 460 Folgen oder so um den Dreh. Das ist doch schon, also ich habe so wie in Alpha 19 mit knapp über 300 Folgen gerechnet. Denn ist ja die A21 da, aber irgendwie diesmal nicht. Gut, dann machen wir die hier jetzt auch mal festdecken. Dann machen wir jetzt auch mal schnell zusammen. Das ist ja nicht viel. Hätte vielleicht doch ein paar mehr Materialien mitnehmen sollen. So, dann kommt hier drauf noch eine Schicht. Und der dritte werde die schräge, ne? Ah, bin ich ganz sicher. Ich muss gleich nochmal gucken. Ich glaub, sieht so aus, als wenn der zweite schon die schräge ist. So. Ich würde ja gerne gleich Betonblöcke nutzen. Wir haben bloß leider keine mehr. Auch wenn ich welche machen könnte, die brauchen immer so unglaublich lange. Und die EP ist ja noch nicht so verachten, die man dabei kriegt, ne? Das sollte man nicht vergessen. Haben wir ja gleich. So, noch einmal das Stück hier drinne. Gut. Ich glaube ja, Geschütztürme hatten wir genug, ne? Müsste eigentlich. Generator hatten wir auch noch ein. Sollte also alles hinhauen. Wir machen natürlich nicht jetzt, ob wir es vor der Horde noch machen, weiß ich auch noch nicht. Aber der Boden hier zwischen den Besen, der soll natürlich auch noch schön ordentlich mit Farbe und Betonblöcken und so. Sieht ein bisschen doof aus, wenn hier aber nur so Stein zwischen ist. Aber das hat jetzt keine Priorität. Das ist nicht wirklich wichtig. Das sind eher Schönheitsarbeiten. Das können wir machen, wenn wir das andere fertig haben. So.
braucht ihr doch mehr drauf, als ich dachte. So, jetzt muss ich mal kurz googeln hier. Die geben wir mal die Blöcke her. Davon brauchen wir eh noch ein paar. Hier, stell mal her. Holz haben wir ja noch. Machen wir 200 Stück. Sollte erstmal reichen. Ist das der zweite oder der erste? Ne, doch der zweite. Der dritte. Okay. Haben wir doch nicht getäuscht. Dann zimmern wir hier nochmal rauf. Zick. Na, ich muss das leider gleich verstecken, sonst kommen wir da ja später wieder nicht ran. Wie Kindertheater, ja? Darf man wieder die Hälfte abbauen und so weiter und so fort. Gut. Bei 5 Tagen dürfte er auch schon wieder nicht so rote sein. Aber wenn man einen großen Stil baut, dann ist irgendwie die 7 Tage zwischen heute zu kurz. Kommt das meistens nicht hin. Okay. Ja, es geht, es geht. Sehr schön. Dann würde es mir hier nachher auch wieder mit auf den Gang schießen. Da kommen natürlich auch noch welche hin. Da vorne auch, sowie da auch. Und den klappt das auch. Jo. Gut, dafür stecke ich das jetzt erstmal. Der ist immer noch beschäftigt. Aber ich glaube, ich mache das jetzt doch schnell einmal im Zolltreffer. Das hat doch länger gedauert als gedacht. So, den müsst ihr hier jetzt schräg rauf. Nein, ich weiß doch nicht, wie, Mensch, du sollst die hier reinlegen. Genau. Schlimm. Ihr sagtet ja auch zu mir in den Kommis, meine Folgen werden auch immer kürzer. Nee, 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 das ist nicht meine Absicht. Ich habe nicht vor, sie kürzer zu machen als normal. Es liegt bloß dran, ich schätze mich manchmal mit den Zeitraffern. Ich muss natürlich, wenn ich Zeitraffer einbaue, dementsprechend länger aufnehmen. Und nehmen wir als Beispiel, ich bohre jetzt wie vorhin hier 20 Minuten rum. Das waren gut 20 Minuten. Muss ich natürlich 20 Minuten länger aufnehmen, aber wenn ich die ganzen 20 Minuten gebohre, zusammenkürze auf 1 bis 2 Minuten Zeitraffer, fehlen natürlich 18 Minuten. Und manchmal, leider, auch wenn ich das nicht tun sollte, vergesse ich darauf zu achten, wie lange ich jetzt überhaupt dabei war. Und dann kommt das nicht ganz hin mit der Aufnahme. Dann schätze ich ungefähr, ich habe jetzt 10 Minuten gebohrt, nehme den 10 Minuten länger auf. Und dann waren es nachher tatsächlich 15 Minuten oder 20 Minuten, die ich gebohrt habe. Und schon wird die Folge zu kurz. Das ist keine Absicht. So. Wollte ich nur gut erklären. Shorts sollen es nicht werden. Habe nicht vor, Shorts-Videos zu machen. Halte ich nicht viel von. Was bringen die auch? Die kurz eine Minute kann man mal als Werbetrailer nutzen. Das war's denn aber auch. So, und hier drauf wird dann die eigentliche Base kommen, ne? Jo, dann machen wir den hier auch nochmal. Sehr schön. So, das hätten wir auch. Blöcke her, sind schon alle weg. Alle, die wir hergestellt haben. Was hier und Blöcken drin sind, Sorgen habe. Auf jeden Fall weiß ich, wir hatten hier 2 freie Seiten, warum auch immer ich das so gebaut habe. Aber gut, die sollen jetzt gleich der Door hin. Das ging dann bis hinten durch, ja. Das machen wir auch wieder. Genau. Wunderbar, jetzt sind wir auch wieder auf der richtigen Höhe hier. Auf jeden Fall wäre hier vorne denn, der wäre ja 1. 2, 1, 2 und haben wir 3-mal Gitter da durch, aber allerdings ein höher, ne? Ejo. So, dann müsste das so, hier müssen denn die Gitter drin. Und ich glaube, mit Dach war es 4 hoch, aber ich guck gleich nochmal. So, wo die mehr? Ich glaube, das war mit Dach. Genau, hier unter eine Block, Gitterwelle zweite, dritte, das Dach oben ist 4. Jo. Sehr schön. Dann wird das hier der dritte. Zack. Den müsste hier natürlich einmal rüber. Einmal rum.
Sehr schön, sehr schön. So, und das hier oben drauf wäre denn schon das Dach. Das zimmern wir gleich mit drauf. Natürlich wieder hier ein Loch freilassen für Luge. Kennen wir ja. Auch ein Träumchen. So, die Luke muss hier. Ne, die soll natürlich mittig. Bin ich überhaupt noch mittig? Nö, hier muss die Luke. Hier muss sie. So. Jo, stimmt. Sehr schön. Was hier an Blöcken drauf geht. Ich glaube, das sage ich jedes Mal, ne? Sehr schön. Den noch einmal die Gitter rein, leider ran. Ne, hier wollte ich hin. So, die Dinger heißen ja immer noch Stable. Doch. Sehr schön, sehr schön. Die sollen natürlich hier hin. Und hier kommt auch mal die Leute ran. Genau, wir nehmen wieder die. So, 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 so. Wenn wir das Ganze hier einmal festdecken und dann ist die Base an sich auch fertig, dann muss man auch nicht nur noch anschließen und anpinseln. Okay, dann machen wir das hier mal. Dann hätten wir das ganze Ding, ich habe einen Block vergessen, fast verstärkt. Lass mich doch mal ran. Gut, den einen Block, den können wir jetzt auch zusammen machen. Sehr schön, dann haben wir nur angeschlossen, Klappe rauf. Klar, die Dinge haben wir jetzt nicht mit. Ist hier gerade irgendwas beschädigt gewesen? Tatsächlich. Haben die denn hier bestimmt irgendwas geplatzt oder so, ne? Weil meine Waffen selber können es eigentlich nicht sein, soweit ich weiß. Kann natürlich auch sein, dass ich mich täusche, aber soweit ich weiß, können eigene Schusswaffen deine eigenen Blöcke nicht mehr zerstören. Also daher sind das wahrscheinlich Zombies gewesen. Den brauchen wir jetzt einmal, den Pinsel. Wir machen jetzt erstmal hier die Treppe nochmal fertig. Wir kennen ja das Problemchen, was wir gleich wieder kriegen werden. Ja. So, den, so, hast den. Jo. Hier wäre es das Gläuche. Einmal durch. Sehr schön. Gut, gut. Und die Base selber natürlich in guten Tarnfarben. Wie soll's auch anders sein? Kopieren. Das passt hier einfach für die Schussbörse, ne? Das passt hier, finde ich. So. Sehr schön. Hier oben nochmal. Da nochmal, ich glaube hier auch, ne? Ja. Sehr schön. Und von hinten natürlich. Wunderbar. Und oben drauf noch einmal. Ja. Und dann haben wir hier die nächste auch fast stehen. Die machen wir dazu Blöcken. Kopieren. So. Skillpunkt haben wir eben auch gekriegt. Mal wieder. Wir gucken gleich mal, was wir. Ja. Für eine Game Stage sind. So, die Klappe können wir auch schon bauen. Ja, das sollte eigentlich gehen. Schlabbi Klobbi. Die muss ja nicht unbedingt stabil sein, die Klappe. Da brauchen wir ja keine Tresorklappe oder so. Das ist ja wirklich nur dafür da, dass nicht um die Geier da reinfliegen oder so. Normalerweise kommen die Zombies ja nicht rauf. Was sollen sie auch da oben? Die wollen jetzt zu mir. Genau, genau. Den hätten wir in den nächsten Türmchen stehen, den finde ich unauffällig. Alter, das ist eine Höhe hier. Ich suche für die A20 definitiv eine flache Gegend. Also da führt kein Weg dann vorbei. Eine flache Gegend kommt auf jeden Fall. Gut, aber größtenteils haben wir es ja fast. Dass wir die Treppen rundherum machen, haben wir ja damals von Anfang an gesagt. Kann man es jetzt heute mit kombinieren? Die Base ist aber auch schon größer, als sie sollte. Aber gucken wir jetzt erstmal nach dem Game. Ich weiß mich echt nicht mehr, was ich noch skillen soll. Hier haben wir wirklich alles durch, außer Raufbult. Gucken wir erstmal hier. Sprengmeister brauchen wir nicht.
Spion? Weniger Schaden durch Fallen, ja gut. Lose Bretter, Landminen, wenn eine halbe Sekunde langsamer... Wir haben da eh das Buch, wir kriegen eh keinen Schaden durch Mine. Also wir können sie zumindest nicht auslösen. Fährtenleser, lerne Tiere im Umkreis von 100 Metern aufzuspüren. Die kommen uns sowieso hinterhergerannt. Unwichtig. Schädelbrecher, mit dem Hammer halte ich gar nichts. Der ist viel zu langsam. Macht zwar gut Schaden, aber viel zu langsam, der Hammer. Bei rennenden Gegnern hast du mit dem überhaupt keine Chance. Den brauchen wir nicht. Schwere Rüstung, das auch nicht. Raufbold, ja. Gucken wir erstmal durch. Ansonsten haben wir hier alles. Bogenschießen haben wir tiefe Wunden. Dort, Klingenwaffen wie Messer, Macheten, Äxte. Lassen deine Feinde, dass sie mehr bluten, ne? Ja, ja. Laufen, schießen, gut. Parkour, wäre noch eine Idee, aber das brauchen wir nicht. Wir schleichen hier nicht durch die Gegend. Lohnt sich auf unserer Gegenstisch eh nicht mehr. Die nutzen wir ja mittlerweile auch nicht mehr. Da kann man die Reichweite und so mit erhöhen, aber aus der Zeit sind wir raus. Charismatischer Auftritt ist eher für, ja, für Gruppenspiel auf dem Server, für die Verbündeten. Ja gut, mehr Nutzen aus Medizin wird vielleicht noch gehen und Parkour. Ansonsten bringt uns hier gar nichts mehr. Na, dann machen wir das, ne? Heilmittel stellen 25% mehr Gesundheit über Zeit wieder her. Erhalte 40% mehr EP, wenn du Verbände, Ersthilfeverbände, Verbandskästen oder Schienen verwendest. Du kannst Chemiestationen, Ersthilfeverbände und Gipsverbände fertigen. Da können wir uns zumindest selber mal was machen, auch wenn wir es wahrscheinlich nie brauchen werden. Wir haben genug. Wir gehen den selbst was machen. So, den fahren wir nach Hause. Einmal kurz googeln. Ich glaube aber, wir haben noch Schusswaffen und Verbandskästen. Aber googeln müssen wir trotzdem einmal. Das muss sein. Ah, die Base nimmt mittlerweile aber auch Ausmaße an. Das ist schon nicht mehr feierlich. So, eigentlich auch noch Uji hier. Ihr seht zumindest Coine. Das ist schön. Das ist sehr, sehr schön. Denke, denke. So, dann machen wir doch mal Lugi Lugi. Aber wie gesagt, ich war der Meinung, wir hatten sie noch. Erstmal hier drin. Hier rum, wir sind nicht. Ne, ne, aber die haben wir garantiert. Da haben wir da Elektro-Gedönskiste reingeschmissen. So, da haben wir noch vier. Jo, wir haben Motoren noch, ja. Gut, es fehlt rein theoretisch ein Motor, ein Generator für das zweite Ding nachher. Aber das kriegen wir hin, das kriegen wir hin. Die Schusswaffen haben wir auf jeden Fall. Dann ist das kleinste Problem, Generator können wir selber bauen. Motor lässt sich farmen. Gut, den hauen wir erstmal weg. So, endlich haben wir die zweite Lehmkiste auch voll. Ein Träumchen. Den machen wir jetzt die dritte Lehmkiste. Mehr als drei Lehmkisten machen wir aber definitiv nicht. Das wird sonst zu viel des Guten. Sehr schön, hau rein. Cobblestone und so kann denn auch erstmal wieder weg. Ein Träumchen. Beton kann erstmal wieder weg. So, die packen wir mal runter. Stein und Sand kommen eh runter. Farbe packen wir erstmal wieder weg. Die kommt hier hin. Bip, bip. Pinsel mit drin. Da ist noch Farbe. So, ein bisschen Stone haben wir jetzt zumindest wieder. Jut, 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 jut. Sehr schön. Auch mal wieder ein bisschen ist dein. Und der Sand kommt natürlich hier rein. So. Sehr schön. Das ist erstmal erledigt. Holz fast komplett verbraucht, sehe ich gerade. Dann gucken wir jetzt nochmal, nur aus Interesse. Geben sie schon 436 inzwischen. Naja, dauert zwar noch ein bisschen, aber wir gehen Richtung 500. Das ist noch ein Träumchen. Level 203, alles klar. Gut. Dann wird's doch interessant. Aber den kommen wir jetzt heute wirklich zum Ende. Und da sind wir auch wieder beim Thema, was ich vorhin angesprochen habe, dass die Folgen immer kürzer werden. In dieser Folge sind jetzt so viele Zeitraffer. Ich weiß aber noch nicht genau, wie lang jeder einzelne Zeitraffer geht, was am Ende an Zeit dabei überbleibt. Daher, ich bin jetzt bei 55 Minuten. Läuft die Folge. Wie gesagt, ich habe absichtlich länger aufgenommen. Nach den Zeitraffern ist das garantiert auf 30, wenn nicht sogar 25, 20 Minuten runter. Je nachdem, wie schnell ich die einstelle und wie lang die gehen und so. Daher, das ist ganz, ganz schwer abzuschätzen, mit Zeitraffern immer genau auf 30 Minuten zu kommen. Aber ich versuche es. Notfalls muss ich die Zeitraffer eben langsamer machen, aber das ist halt auch nicht so interessant, ne?
wenn man da im Schneckentempo zuguckt, wie was gebohrt wird. Ich wollte es nur erklären, es ist keine Absicht, wenn es mal 20, 22 Minuten ist. Anpeilen tue ich auf jeden Fall 30. Aber dann verabschiede ich mich jetzt. Vielen, vielen Dank fürs Zuschauen. Bis morgen. Bye, bye.